Hallo und willkommen zu einem neuen Tutorial von mir. Heute zeige ich euch, wie man einen Villager herstellt. Als erstes brauchen wir dafür einen Zombie-Spawner. Geht in die Farmwelt und sucht euch einen und baut den euch in eine Farm. Ich habe das so gemacht, dass die hier runterfallen, umgeben sind von Gattern. Dann kann man die hier ganz einfach mit einem Schwert erschlagen. Es kommen nämlich zwei Arten von Zombies raus. Einmal, das sind die normalen, die haben schwarze Augen und einen Quadratschädel, und dann gibt es noch die Zombie-Villager. Die haben einen rechteckigen Schädel, eine große Nase und rote, weiße Augen und nur eine Augenbraue. So, was wir dafür brauchen, seht ihr in meinem Inventar. Das ist einmal drei Cobblestone und eine Lohnrute für einen Baustand. Dann brauchen wir noch einen goldenen Apfel, dafür braucht ihr einen Apfel und 8 Goldbarren. Flaschenwasser macht man aus Glas, dann eine Netherwarze, um einen seltsamen Trank herzustellen. Ein fermentiertes Spinnenauge, dafür braucht man Spinnenauge, Zucker und einen braunen Pilz, um daraus einen Wurftrank zu machen, ein Schwarzpulver. So, machen wir erstmal den Baustand, eine Lohnrute und 3 Cobblestone, den goldenen Apfel. So, umgeben von Goldbarren. Dann brauchen wir Wasserflaschen, das ordnet ihr in einem V an. Und dann brauchen wir noch Wasser. Ich habe hier bei meinen Brauständen eine unendliche Wasserquelle. Und dann brauchen wir noch ein fermentiertes Spinnenauge. Nehmt ihr das Spinnenauge, einen Zucker und einen braunen Pilz, dann habt ihr ein Spinnenauge. So, dann nehmen wir hier einen Braustand und tun dort die Wasserflaschen rein. Dann machen wir daraus einen seltsamen, wirkungslosen Trank mit einer Netherwarze. Jetzt müssen wir warten, bis der fertig gebraut ist. So, nachdem der fertig ist, haben wir hier einen seltsamen Trank, der wirkungslos ist. Um ihnen eine Wirkung zu geben, braucht er irgendein Inkredenz. Hier ist es das fermentierte Spinnenauge. Jetzt müssen wir wieder warten, bis er fertig ist. So, daraus müssen wir jetzt noch einen Wurftrank machen, weil wir den Trank so dem Zombie nicht verabreichen können. Das heißt, wir müssen ihn damit bewerfen. Dafür ist das Schwarzpulver da. Hier haben wir jetzt einen Trank der Schwäche, der 1 Minute 30 eine Wirkung hat. So, daraus ist ein wurfbarer Trank geworden, ein werfbarer Trank der Schwäche geworden. Wunderbar, den nehmen wir uns jetzt raus. So, wunderbar. Dann gehen wir zurück zur Zombie-Farm. So, dann nehmen wir uns den Schwächungstrank und den goldenen Apfel. Wir bewerfen jetzt den Zombie mit einem Schwächungstrank. Ihr seht, er hat jetzt graue Partikel. Dann nehmen wir den goldenen Apfel. Mit der rechten Maustaste klicken wir auf den Zombie und geben ihm den Apfel zu pressen. Und jetzt werden daraus rote Partikel. Ja, und jetzt warten wir nur noch, dass daraus ein Zombie wird. Ein Villager wird, kein Zombie. So, aus dem Zombie-Villager ist ein Bibliothekar geworden. Sehr schön, jetzt gucken wir mal, wie lange das gedauert hat. 15.11 Uhr, wunderbar. Also 4 Minuten. So, was handelt er? Ein Verbrennungseinbuch, 1 Buch für 18 Emeralds. Ja, so stellt man einen Villager her. Weitere kleine und große Helferlein findet ihr in meiner Playlist Tutorials. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Nicht vergessen, abonnieren, Glocke aktivieren. Auf Twitter wird immer Bescheid gesagt, wenn ich ein Video hochlade oder streame. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.